Mahlzeit herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und heute gibt es mal wieder ein Review zu einer stehenden Achterbahn. Und damit ist keine Achterbahn gemeint, die irgendwo steht, sondern in dieser Achterbahn steht man und man steht in den Zügen, auch nicht einfach so in der Station. Und wir reden über Shockwave in Drayton Manor. Und Drayton Manor liegt in England und Shockwave steht im Park schon bereits seit 1994 und ist, auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht, von Intermin. Die Bahn sieht, vor allem mit den Schienenprofilen, sieht das ja eher aus wie so eine B&M-Achterbahn. Aber das liegt ein wenig daran, dass Intermin der Hersteller dieser Bahn ist, aber als Subunternehmen Giovanola gearbeitet hat und Giovanola auch Subunternehmer von B&M gewesen ist. B&M wurde aber auch gegründet von zwei ehemaligen Intermin-Mitarbeitern, die damals bei Intermin überhaupt die Stand-Up-Coaster so auf den Weg gebracht haben. Und die beiden Dudes haben ja mit B&M als allererste Achterbahn, die sie gebaut haben, ja auch einen Stand-Up-Coaster gebaut. Und deswegen sieht das Ganze hier so aus, um das grob zu umreißen und euch so ein bisschen zu erklären, warum eine Intermin-Bahn aussieht wie eine B&M-Bahn. Shockwave ist ein Stand-Up-Coaster von Intermin, von denen es nur drei Stück gab. Einmal gibt es den, es gab einen im Skara Sommerland und einen, der aus Skara Sommerland ist auch irgendwann bei Six Flags gelandet. Und einen bei Six Flags und Six Flags hat sich das Zeug selbst gegenseitig überall in die Parks gestellt und überall stand dann mal so ein Stand-Up-Coaster von Intermin. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist Shockwave aber der einzige, der von Intermin noch irgendwie in Betrieb ist. Stationsgebäude von außen sieht ganz schick aus eigentlich, weil wir jetzt bei Drayton Manor waren, war halt viel geschlossen, man kam auch nicht irgendwie weiter hin, das Rafting war geschlossen, man konnte also auch nur den vorderen Bereich sehen. Die Bahn hat erst nach 12 Uhr, glaube ich, aufgemacht, oder war das noch später? Ich weiß nicht, hat auf jeden Fall erst später aufgemacht. Unfassbar ätzend ist es, dass du dann halt auf diese Höhe, wo der Zug startet, was halt sehr hoch ist, hochkraxeln musst durch ein Treppenhaus, also klar, das kann man ja machen, bloß wenn es leer ist. Und du brauchst halt echt schon lange, bis du in der Station ankommst. Und der Zug ist nur halb gefüllt, wenn überhaupt, oder noch weniger. Du darfst aber nicht stehen bleiben, sondern musst komplett raus, musst einmal nach unten, einmal wieder nach oben. Und dann, das war echt kacke. Wir sind erste Reihe gefahren, dann sind wir einmal runter, einmal hoch, letzte Reihe. Und dann haben wir das zweite Mal gefragt, ob wir jetzt da drin stehen bleiben können, weil kein Mensch in der Station ist, außer drei Leute für die erste Reihe. Nee, das geht nicht, einmal runter. Ja gut, dann fahren wir halt auch gar nicht mehr, dann fahrt lieber leer. Gästezufriedenheit ist total irrelevant, ist scheißegal und schickt die Leute halt einfach weg. Die Züge sind klar, ähnlich zu den B&M-Stand-Up-Zügen, man sitzt, steht, hockt über so einem Fahrradsattel, der dann einrastet, wenn der auf der Höhe ist, die man für sich braucht. Aber mit dem großen Unterschied, dass nicht einfach so ein kompletter Schulterbügel von oben runterkommt, sondern es ist so ein Schulterbügel, der zweigeteilt ist. Die eine Hälfte ist starr am Sitz dran, ist schon vorhanden, wo man so wie bei seiner Jacke schon reinschlüpfen muss. Und dann kommt der zweite Teil nach unten. Und der Bügel muss drei Rasten weit einrasten, heißt, wo es grenzwertig aussieht, bevor der Bügel überhaupt nach unten kommt, wie bei mir, kommt der Operator und sagt, nee, mach den Bügel nicht runter, warte, bis ich da bin und dann macht er den runter, 1, 2, 3, okay, und der Rest ist hier egal, und drückt dann noch weiter runter, aber damit er gehört hat, dass safe diese drei Rasten drin sind und dann da die Verantwortung für übernehmen kann. Es geht aus der Station raus auf einen Kettenlift, der bringt den Zug dann oder einen der zwei Züge auf eine Höhe von 36,6 Metern und es geht in so einem Links-Drop-Kurven-Wirrwarr dann anschließend in die insgesamt 500 Meter lange Strecke und führt uns in die erste Inversion der Bahn, die ein ganz normaler klassischer Looping ist und die Ausfahrt des Loopings ist gleichzeitig die Einfahrt der nächsten Inversion, was dann die Zero-G-Roll ist. Und danach gibt es also ein bisschen leicht linkskurvig, aber eher ein gerades Stück Schiene, ein sehr langes, hoch aufgestelltes, gerades Stück Schiene. Und dann darauf folgen die zwei letzten der vier Inversionen, und zwar den Double Corkscrew. Aus dem letzten Corkscrew raus, dann in einer Rechtskurve wieder nach oben in die Station. So Double Corkscrew in der Art, wie der da steht, ist auch so mehr Zwang als Spaß. Und
Dann war es das mit der Fahrt und wir sind die erste Runde in der ersten Reihe gefahren und ich dachte mir so, krass, Alter, das fährt sich voll gut, warum fahren die von B&M voll Kacke, selbst wenn die neuer sind? Und so ein Intermin-Ding fährt sich richtig gut, bis wir dann in der letzten Reihe gefahren sind und gemerkt haben, ach, auch hier ist es so wie bei B&M, wobei ich auch B&M Stand-Ups in der ersten Reihe gefahren bin, die nicht so gut waren wie Shockwave in der ersten Reihe. Hat mich auf jeden Fall überrascht. Kann auch daran liegen, dass die Bahn. Ja, kalt war sie nicht, weil die haben 2, 3 Stunden lang die ganze Zeit leere Züge fahren lassen als Testfahrten. Keine Ahnung, was das für einen Sinn hatte. Ja, und dann war es das Ganze auch schon wieder mit der Fahrt. Und wir sind eine Bahn, die ich irgendwie besonders fand, gefahren, wo ich halt immer Bock drauf hatte, das endlich mal zu machen. Weil so ein Intermin-Stand-Up jetzt nichts Alltägliches. Klar, so B&M-Stand-Up, also überhaupt Stand-Up-Kurse sind allgemein nicht alltäglich. Aber Intermin und in Europa wurde mal Zeit, haben wir abgehakt. Und dann war es das auch schon zu Shockwave. Eure Meinung zu Shockwave und allgemein zu Stand-Up-Coaster dann gerne in die Kommentare. Ich habe auch mal ein Video gemacht über die ganzen B&M Stand-Up-Coaster. Und ansonsten bedanke ich mich noch bei den aktuellsten und neuesten Kanalmitgliedern wie Dominik Block, Manuel Beck und Kanal konnte nicht geladen werden. Das wird einfach nicht angezeigt. Ich weiß nicht, wer es ist. Tut mir leid und danke an euch, danke an alle anderen Kanalmitglieder. Wenn ihr noch kein Kanalmitglied seid, Link gibt es in der Videobeschreibung oder ihr findet auch den Button Kanalmitglied werden direkt auf der Kanalstartseite. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Jeden Tag 18 Uhr sehen wir uns wieder und ihr seid die coolsten. Euer Bro für das Write Review Videomagazin. Peace.